Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Odderbach-Odderberg. Tourismus in der Verbandsgemeinde. Jeder 10. Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz hängt inzwischen vom Tourismus ab. 148.000 Menschen sind inzwischen im Tourismus beschäftigt. Das touristische Einkommen wird mit 3,32 Milliarden Euro angegeben. Wir haben in unserer Verbandsgemeinde aufgrund der Hügellandschaft zwar keine Chance, Industrie oder großflächige Gewerbebetriebe anzusiedeln, aber wir haben eine unglaublich schöne Landschaft. Daher ist der Tourismus ein wichtiger Baustein für unsere Entwicklung. Aber nur, wenn unsere Bürgerinnen und Bürger selbst an die Chance unserer Region glauben, dann können wir erfolgreich sein. Denn nicht nur wir als Verbandsgemeinde mit den Ortsgemeinden müssen in diesen Bereich investieren, sondern alle Bürgerinnen und Bürger werden bei der Umsetzung benötigt. Wir haben drei Schwerpunkte: Wandern, Radfahren, Kultur. In diesen drei Segmenten setzen wir unsere Schwerpunkte. Beim Wandern haben wir zwei prädikatisierte Wanderwege, die Teufelstour und den Hinkelsteinweg. Dazu kommen von der Verbandsgemeinde noch der Mühlenwanderweg und der Pfälzer Lauterweg sowie viele örtliche Wanderwege. Bei den Radwegen wollen wir neben dem Laudertalradweg und Odenbachtalradweg noch einen dritten Radweg schaffen. Speziell für E-Biker oder sportliche Radfahrer planen wir einen Geopanorama-Höhenradweg mit tollen Aussichten über unsere Landschaft. Nur durch gute Qualität dieser Freizeitangebote, der Gastronomie und Hotels haben wir eine Chance, die Zahl der Gäste zu steigern. Dazu gehört auch privates Engagement, damit neue Angebote dazukommen. Durch Blumenschmuck vor Ihrem Haus, durch gut gepflegte Häuser und ansehnliche Ortseingänge können wir ein positives Bild nach außen vermitteln. Ich möchte Ihnen nun ein paar Impressionen über die Schönheit unserer Landschaft geben. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.